Die Lernumgebung und den Unterricht an den Schulen in Baden-Württemberg an den Bedürfnissen lernender Kinder auszurichten, ist Aufgabe der erziehungswissenschaftlichen Institute an den Universitäten. In Freiburg an der Abteilung für Erziehung und Sozialisation untersucht Maike Bohnefeld den Einfluss von Heterogenität in Schulklassen. Also in Schulen ist ganz schön was los, würde ich sagen. Das heißt, wer einmal schon mal im Klassenzimmer war in den letzten Jahren, sieht, dass es in Schule und Unterricht ganz schön bunt zugeht, dass wir eine ganz, ganz große Heterogenität haben. Und damit meine ich nicht nur Heterogenität in Bezug auf Herkunftsländer, da denkt man direkt dran, oder auf soziale Hintergründe, sondern auch in Bezug auf Leistungen. Das heißt, unsere Klassenzimmer werden immer bunt gemischter. Wir haben Schüler ganz unterschiedlicher Leistungsniveaus und Lehrkräfte stehen in diesem Gemenge Lage und müssen das alles irgendwie zusammenbringen. Das heißt, es ist einfach eine große Heterogenität und viel los, würde ich zusammenfassen. Die große Vielfalt in den Klassen verlangt den Lehrkräften viel ab. Doch Heterogenität kann die Lernprozesse positiv beeinflussen. Ich würde sagen, je nachdem, wie man sie nutzbar macht, verträgt Unterricht viel Heterogenität. Gleichzeitig muss man sich aber auch bewusst darüber sein, dass wir im Moment sehr große Klassenzimmer haben, dass eine Lehrkraft vor 30 SchülerInnen steht und die, je nachdem wie groß die Heterogenität ist, natürlich alle möglichen Personen unter einen Hut bekommen muss. Mir ist aber wichtig zu sagen, dass es nicht heißt, dass man in heterogenen Klassenzimmern nicht gut unterrichten kann, sondern wir brauchen einfach mit dieser wachsenden Heterogenität, die es früher einfach so nicht gab, neue Strategien, neue Unterrichtsmethoden. Und daran forschen wir eben. Unverzichtbar für die Entwicklung von Unterrichtsmodellen für den Einsatz in einer heterogenen Lernumgebung ist die Feldforschung. Feldforschung trägt auf ganz unterschiedliche Weise zu meinen Ergebnissen bei. Einerseits hat mich das auf meine Fragestellung neugierig gemacht. Kleines Beispiel dazu. Ich war im Feld, habe ein anderes Forschungsthema bearbeitet und dabei habe ich tatsächlich beobachtet, wie Lehrkräfte unterschiedlich mit Kindern mit Migrationshintergrund umgehen und auch über sie sprechen. Und da ist so bei mir die Neugier geweckt worden zu schauen, gut, das ist jetzt anekdotische Evidenz, ich beobachte das, aber das mit Daten zu unterlegen, handeln die wirklich anders gegenüber Kindern mit Migrationshintergrund, urteilen sie anders über sie. Also so kann Feldforschung einerseits neue Fragestellungen generieren, aber andererseits ist Feldforschung extrem wichtig, um die Sachen, die wir in Laboren, in Experimenten zu untersuchen, nochmal mit der Praxis noch näher in Verbindung zu bringen. Für die nächsten Jahre hat sich die Forscherin vorgenommen, die Informationsverarbeitungsprozesse bei Lehrern und Lehrerinnen noch besser zu verstehen. Gleichzeitig ist es ihr wichtig, deren Aufmerksamkeit für unbewusste Voreingenommenheit zu schärfen.